Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Daily Kaltakquise-Tipp von Thomas Klein, Experte für die Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Und dann legen wir doch gleich mal los. Ein Daily-Tipp für die Kaltakquise/Telefonakquise aus der Praxis, gerade eben erst wieder umgesetzt vor circa 2 Minuten aus der Realität, aus der Praxis. Kaltakquise-Tipp vom 21.01. Status: Du kennst die Durchwahl des Entscheiders nicht. Aktion: Du willst die Zentrale, es meldet sich jemand, die Dame versucht es einmal, zweimal, dreimal, jedoch ohne Erfolg. Der Entscheider ist abgemeldet oder nicht zur Verfügung, nicht erreichbar, passiert sehr, sehr häufig. Hier einer der Möglichkeiten: Ach, ich wollte zum Herrn Meier-Müller, der wollte sich heute seinen neuen Golden Red River abholen. Wahrscheinlich hat er deswegen sich für ein paar Stunden abgemeldet. Daraufhin dann ein Lächeln oder ein Lachen oder eine Auflockerung der Zentraldame, eine Reaktion, die kann ich dir zu 99,9% versprechen, dass die passiert. Du kannst ja auch meinetwegen irgendein anderes Haustier nehmen, ja? Das ist einfach reine Kreativität. Und was mir jemals gerade wieder passiert ist, das heißt, es funktioniert tatsächlich, ja? Das sind einfach Praxistipps. Darum sagte sie, oder es war sogar ihre Idee zu sagen: Naja, Herr Klein, wollen Sie da vielleicht erstmal auf seine Handynummer probieren? Ja? Und dann sage ich: Ja, klar, gerne. Haben Sie diese oder wollen Sie diese haben? Also von sich aus mir dann bereitwillig die Handynummer der Zielperson, also entsprechend des Entscheiders, herauszugeben. Funktioniert sehr häufig, funktioniert fast eigentlich ausschließlich immer. Warum, weshalb, rein verkaufspsychologisch oder einfach psychologisch dahinter, du hast hier einfach Familiarität aufgebaut. Ja? Also du hast hier quasi das Haustier des Entscheiders, das vielleicht in dem Fall gar nicht existiert. Ja, also extremst personalisiert dieses ganze Gespräch und daraufhin einfach ohne nachzufragen, ohne überhaupt auf die Idee selber zu kommen, die Idee war. Also die Idee war die Idee der Zentraldame, des eigentlichen Vorzimmerdrachens, mir denn die Handynummer zu geben, ist vielleicht auch ein bisschen in der aktuellen Homeoffice-Situation geschuldet, aber nichtsdestotrotz ein sehr guter Tipp, eine sehr gute Taktik und damit wünsche ich dir wie immer viel Erfolg und Happy Hunting, dein Thomas Klein, bis zum nächsten Daily Tipp. Tschüss.